Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von For Independent. Heute werde ich euch zeigen, wie das geht da mit Cinema 4D, wo wo die Würfeln oder der Würfel aus mehreren kleinen Würfel da auf meinem Text fliegt und dann auf dem Boden auch nur abprallt. Und ja, zu Anfang schon mal, es ist sehr prozessorziehend, also es zieht übelst viel Leistung. Und ja, ich habe jetzt auch nochmal was. Habe ich gerade eben erstellt, das wollte ich auch so machen wie jetzt im Tutorial mit nur mit einer Palette, aber ich zeige es euch, wie es mit mehreren geht, weil das wird es dann nur noch übelst abkacken. Und ja, fangen wir an, wir stellen uns ein neues Dokument, Steuerung N geht auch, dann werden wir erstmal die Größe ändern hier, ups, so, werden Ausgabe erstmal die Größe eingeben, wo wir wollen. 1280 zum Beispiel mal 720. Gut. Und schließen. So, was wir jetzt erst erstellen werden, ist schon zu einem Boden. Den geben wir hier oben auf diesen Button hier. Und da stellen wir den Boden. So. Oh, passt mir das an. So. Jetzt erstellen wir einen Text. Und den Mograft Text. Mode Text, ist egal. Dann gehen wir auf Körper. Jetzt habe ich glaube irgendwas verstanden. So, jetzt halt. Wir gehen auf Körper und dann können wir unseren Text gleich mal eingeben. So, haben wir das gemacht, können wir hier unter Textausrichtung in die Mitte stellen, von links auf Mitte. So, drehen wir das so hin, wie ich das brauche, und wähle eine Font, da nehme ich jetzt mal Arial in Fett und drücke auch OK. So, haben wir das, können wir jetzt noch in die Tiefe gehen. Das können wir hier. So. So weit, so gut. Ja, das muss ich jetzt nachher noch anpassen. Und gehen nochmal auf Deckfläche, Deckfläche, Rundung. Und stellen hier jetzt, keine Ahnung, 6 und hier auf 5 bei Startstufe, dass es so eine runde Kante hat. So, jetzt tun wir den Text schon anpassen. Also die blaue Linie hier ist, ich bin jetzt auf rechts, so hier. Und die blaue, wo die blaue Linie ist, ist der Boden, und das werden wir jetzt so auf den Boden anstellen. Ja, so. Okay, jetzt werden wir den duplizieren, Steuerung C, Steuerung V, und können jetzt hier die Deckfläche ein bisschen höher stellen. Bei dem Text gehe ich jetzt hier mal auf 9 und hier gehe ich jetzt auf 8. Wechseln wir die Ansicht nach rechts und ziehen den anderen Text ein bisschen nach hinten. So. Ja, so gut. Okay, und werden jetzt nur alle beide ein bisschen höher ziehen. So, und den oberen Text wieder nach unten, dass der übereinstimmt. Habe jetzt hier unten irgendwas gemacht, keine Ahnung. Achso, keine. Jetzt hat hier, wenn ich hier auf keine gehe, dann bleibt es oben schön gerade. So, jetzt haben wir gerendert, jetzt sieht es so aus, so ein kleiner runder Text. Und ja, jetzt werden wir dann Materialien erstellen für den Text. Doppelklick da unten drauf und so werden die Farbe in eine weiß und in einem Blau. So, okay, kann schließen. Das Blaue ziehen wir auf den auf den oberen Text. Naja, das Weiß ziehen wir auf den oberen Text und das Blaue ziehen wir auf den unteren. Jetzt hat. Gehen wir mal auf den oberen. Irgendwie passt es da gerade nicht so, wie ich das so vorhab. Ich renne mal schnell. Ja, jetzt hat. Schau ich nochmal schnell. So. Ja, ist jetzt wurscht. Und zieh mir den ein bisschen höher. Jetzt. Ha. Am Arsch. Ja, egal. So lasse ich das jetzt. Okay, jetzt, Sattler, werden wir den Würfel erstellen, wo mehrere kleine Würfel draußen stehen. Hier oben auf diesen Button einfach klicken oder gedrückt halten und hier auf den Würfel. Ziehen wir uns weiter hoch und gehen hier jetzt bei Objekt,
bei der x-Größe gehen wir auf zum Beispiel 10, 10 und 10. Also jetzt hat er überall 10 cm. Ziemlich klein jetzt auch, aber jetzt keine Angst, das ist auch relativ gut so, denn wir gehen jetzt auf MoCraft Clone und ziehen den Würfel da rein. Und jetzt haben wir hier die drei Klonobjekte und können hier jetzt bei Modus, bei den Eigenschaften hier beim Klonobjekt, also ihr müsst auf dem Klonobjekt sein, können bei den beim Modus auf Gitter gehen. Da haben wir schon mal so ein kleines Gitter. Können jetzt hier über die Anzahl ein bisschen höher. Ich mache jetzt hier vielleicht 14, hier von den Reihen auf 1. Ihr könnt jetzt da auch 14 eingeben. Also zum Beispiel hier jetzt 14, so hat's einen Würfel. Also ich lasse auf 1, weil das zieht dann unter dem Tutorial viel zu viel Leistung. Und damit will ich euch jetzt nicht belasten. So, also wenn ihr eure Zahl eingeben habt, ich habe jetzt ja nur 1 genommen und ja. Jetzt wollen wir ja, dass er drauf fällt und dann kaputt geht, halt zerfällt und es überall abspringt. Oder halt, ja, realistisch. Wir machen Rechtsklick auf den Klonobjekt und gehen einem Dynamics Tags, Dynamic Body. Und ja, hier werden wir jetzt mal auf Dynamics, wird denke ich mal so gehen. Wenn wir Play drücken, fliegt er geradeaus runter. So, das werden wir jetzt bei dem Text machen. Wir nur schnell was, das nennt sich, wir ordnen den jetzt einfach irgendwas unter. Ich nehme jetzt einfach ein Bruchobjekt als MoGraph Bruchobjekt und ziehe meine zwei Texte da rein. Das ist relativ egal, was ihr da nehmt. Hauptsache, ich habe das jetzt mal sortiert. So, jetzt beim Rechtsklick beim Bruchobjekt und gehen dann oder bei unserem Text auf Dynamics Text, Dynamic Body. Und werden jetzt bei Dynamics hier auf ausgehen. Wenn wir jetzt mal Play drücken, ja genau, breitet es ab, aber das ist jetzt noch alles 1, also alles zusammen, das soll ja einzeln sein. Dann gehen wir hier auf Kollision und gehen auf Induelle, keine Ahnung, bla bla, Elemente auf alle, seht es ja. So, drücken wir Play und geht immer nicht, cool. Was habe ich jetzt gemacht? Ja genau, und bei dem Clone-Objekt sollten wir auch noch auf alle gehen. Jetzt hat, wie mein Fehler. Ah ja, egal, also, dann gehen wir auf den Boden, Rechtsklick, Dynamic Tag, Dynamic Body. Und jetzt sollte das eigentlich auch abfallen am Boden, ja wunderbar. Ihr seht das hoffentlich einigermaßen gut. Und ja, ich zoome mal ein bisschen hin, damit ihr das besser seht. Es kann jetzt sein, dass es bei euch ein bisschen arg lägt und ja, weil ihr vielleicht Würfel genommen habt oder keine Ahnung, ihr könnt auch Kugeln nehmen, ist ja wurscht. So, und jetzt können wir dem auch Material geben, so, nehmen die Farbe in Gelb von mir, ne, Orange, können den von mir aus die Spiegelung geben, ganz dezent, so, 8, und ziehen das jetzt auf unserem Clone-Objekt und jetzt werden wir jetzt mal Play drücken und rendern. Sieht jetzt so aus, aber wir haben noch nicht mal einen Schatten, nichts, also sieht nur ein bisschen langweilig aus, würde ich jetzt einmal sagen. So, das werden wir jetzt ändern, das machen wir unter einem Licht. Okay, und ziehen das Licht jetzt uns ein bisschen vor, dafür muss ich jetzt schon die Kamera wechseln, sonst kann ich nicht an die Z-Achse sehen. So, okay, auf der Y-Achse höher. Und ja, jetzt können wir hier auswählen, wie, wo, was. Ich lasse das jetzt so. So, und gehen hier auf Schatten, bin ich jetzt schon, und gehen auf Weich. Und wenn wir jetzt rendern, haben wir einen Schatten. Sieht sehr lustig aus und ja, jetzt könnt ihr noch, keine Ahnung, eine Ebene machen, zum Beispiel auf Würfel-Ebene, die ein bisschen vergrößern, auf allen vier Seiten. Dazu müsste wieder auf diesem Button sein, schon funktioniert es nicht. Und drehen es mal auf 90 Grad aufwärts. So. Kleiner Tipp nebenzu, das könnt ihr hier auch eingeben. So, ziehen die Ebene jetzt weiter nach hinten. So. Und jetzt ein bisschen vielleicht nach oben noch. Und können hier in die Breite auch noch gehen. Damit es zu ist. So. Jetzt werden wir nochmal rendern,
haben wir hier unseren Schatten. Jetzt könnten wir für die Boden und für die hintere Ebene auch noch einen Materialstein Doppelklick drauf. Nehmen jetzt einfach eine Farbe in Grau. Dunkel ist Grau. Und ziehe das auf alle beide drauf. Auf den Boden und auf die Ebene. Und jetzt verändern wir mal. So. Sieht es jetzt aus. Jetzt könnt man es rendern, wenn ihr auch noch was habt. Jo. Ihr könnt jetzt die Kamera hier noch einstellen und ihr könnt es auch neu machen, aber es braucht es eigentlich gar nicht. So, ich renne noch mal schnell zum Gucken. Ja, so lasse ich das jetzt. Gehen hier oben auf diesen Button zu den Rendereinstellungen und gehen dann auf Ausgabe. Nehmen wir hier bei Dauer manuell. Man könnte einstellen, wie lange das gehen soll. Ihr könnt auf alle Bilder gehen, dann geht es von 0 auf 100. So, dann speichern könnt ihr auswählen. Speichert auswählen halt auf den drei Punkten. Dann auf Format gehen wir auf AIV oder QuickTime Film, wie ihr das haben wollt. Und ja. Könnt ihr das rendern? Ihr könnt es auch von mir aus nur bei Effekten. Könnt ihr, keine Ahnung, könnt ihr Global Illumination anmachen, das dauert halt dann ewig zu rendern. Oder Multipass. Na, keine Ahnung. Selektiert, keine Ahnung. Kenn ich mir nicht so aus mit Multipass. Und ja, das wird dann so gerendert ausschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ja. Wenn ihr wissen wollt, keine Ahnung, wie das geht, wenn das Ding zum Beispiel in ein Glasobjekt reinfliegen wird, die Würfel, und keine Ahnung, dass damit die eine Hälfte rausfliegt und die andere Hälfte voll wird mit dem Glas, kann ich euch morgen zeigen. Oder heute, kommt auf, morgen. Ja, sag morgen. Das war's wieder von mir. Jo, man sieht sich die Tage. Tschaußen.